Ja, war die richtige Richtung. Ich meine, auf der anderen Seite, das Teilstück, da bin ich noch nie gefahren. Das sollte ich vielleicht mal machen. Okay. Das bringt mir nicht viel, außer dass ich mehr Kraftstoff verbrauche. Dann müssen wir halt langsam dahin cruisen. Ist auch okay. Ist noch da. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Lok hier jetzt nicht ganz so abgeranzt aussieht wie zum Beispiel die DH4 oder die DM3 auf jeden Fall. Das heißt, desto größer die Loks, desto weniger abgeranzt werden sie. Also, ja, das da ist natürlich im Moment erstmal Schmutz gewesen und ich dachte erstmal, da fliegt ein Haufen Vögel vorbei, ein Schwarm. Aber nein, es war einfach nur Schmutz. War das? Wir müssen nach C6, also. Was auch immer die dritte Dings zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Ein findiger Bahnfahrer wird es wahrscheinlich wissen. Oder ein Bahnkundiger vielleicht. Jetzt mal auf 80 hoch. Da vorne kommt garantiert die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, hier dürfen wir auch nur noch 80. Ja, das ist schon ein nettes Cruisen. Vor allem, weil die Lok so genügend Power hat. Gut, hier haben wir 70. Wir können also in Ruhe ausrollen, denke ich. Dann fahren wir, da kommt noch ein Schild. Das schreit wahrscheinlich 60. Ja, ist okay. Dann dynamisch bremsen wir ein bisschen runter. Gehen mit sehr hoher Geschwindigkeit hier in diese Kurve. Jetzt haben wir wieder 80. Na gut. Ich glaube, das ist jetzt die gerade zur. Ne, da vorne kommt noch eine Weiche und dann kommt die nächste. Dann kommt die gerade zum Stahlwerk und deswegen beschleunige ich jetzt auch nicht mehr. Zumal ich auch nicht weiß, wie ich die Weichen beim Stahlwerk stehen lassen habe.
Was haben wir da hinten noch drauf? Diesel und Benzin. Also nichts, was brennbar oder explosiv ist. Na dann. Dann können wir da auch volle Kanne durchcruisen. So, Weiche steht auf. Zeig mir die Weiche, sei ein braves Ding. Jawohl, in die richtige Richtung. Hier haben wir 50. Nehmen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit runter. Da ist natürlich der Baum direkt vor den Weichen aufgeploppt. Ja, daran müssen sie wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren. Dass die Sachen nicht so spät erst aufploppen. So. Machen wir das Ganze nochmal. So. Hin und wieder einfach mal so ein bisschen zugucken. Ah, mein Referenzplayer ist gerade abgeschmiert, sehe ich gerade. Danke, Twitch. Ich hoffe, ihr seid noch da. Solltet ihr das jetzt nicht mehr mitbekommen, schreibt einfach mal, wo bist du? Wir vermissen dich. Oder sowas in den Chat. Solltet ihr das mitbekommen, schreibt einfach irgendwas anderes. Ja, hier ging es auch ein Stück bergunter, deswegen hat das mit dem Beschleunigen so gut geklappt. Aber hier vorne müsste das eigentlich recht gut funktionieren mit dem Beschleunigen. Da müsste die Lok jetzt eigentlich spitze sein. Ach, das ist wieder 70. Warum beschleunige ich eigentlich, wenn 3 Meter später wieder Begrenzung ist? Dass die 100 km wusste ich, dementsprechend habe ich schon mal vorher Gas gegeben. Aber wenn ihr jetzt gleich wieder auf 70 oder niedriger begrenzt ist, dann brauche ich ja gerade kein Gas geben. Dann können wir einfach so weiter cruisen. Also grundsätzlich macht diese Lok schon Spaß zu fahren. Es ist recht einfach. Zumindest mit den 3 Sachen, die wir da hinten dranhängen haben. Ich bemerke quasi das Gewicht nicht. Also gefühlt. Höchstens das Gewicht von der Lok.
Das Krack, 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 Krack war jetzt nicht das Geräusch, was ich hören wollte. Sind alle Wagen noch dran? Ja. Vielleicht wäre er doch etwas zu schnell in die Kurve gegangen. So, wir sind jetzt da oben. Das heißt, wir können demnächst in der Warenfabrik vorbei und am Ölfeld Nord. Hier haben wir 60, das heißt, die 70 ist noch in Ordnung. Ja, ist richtig, perfekt. Fällt mir ein, unsere Taschenlampe, können wir die hier irgendwo ablegen? Das R. Kann die sich nicht nachladen. Und so haben wir sie zumindest im Blickfeld, für den Fall, dass sie rausfällt und wir sie wieder im Lost and Found finden müssen. Ich glaube, da müssen wir eh mal hingehen, weil ich denke mal, ich glaube, wir haben mehrere Taschenlampen gekauft und immer wieder welche verloren auf der DH6. Hier geht es jetzt ein bisschen bergauf demnächst. Können wir hier schon mal ein bisschen Schwung holen. Hier geht es tatsächlich ein bisschen mehr bergauf. Ah, okay. Taschenlampe ist nachgeladen. Dann können wir sie wieder wegstecken. Aber was fällt euch noch so an coolen Simulationsspielen ein? Abgesehen jetzt von Derail Valley, die man so mal spielen kann. Nicht, dass ich es jetzt sofort spielen wollen könnte. Also wollen vielleicht schon, aber könnte. Zeitlich schwierig. Insbesondere, weil ich die anderen Sachen, sprich Sengoku Dynasty, War Tales und Cities Skylines erstmal zu einem zufriedenstellenden Stück spielen möchte. Aber für danach. Muss jetzt auch nicht unbedingt ein Singleplayer sein, kann auch ein Multiplayer sein. Ich meine, auch Multiplayer kann man im Zweifel Singleplayern. Selbst wenn es irgendwas Kurzes ist, was weiß ich, Mars Rover Landing Simulator oder sowas. Ja gut, der ist vielleicht nicht ganz so interessant, aber solche Sachen, why not? Irgendwas, wo man Spaß hat, was gechillt ist. Vielleicht auch noch dabei hübsch aussieht. Oh, 30. Macht Sinn, in dieser Kurve vielleicht doch langsam zu fahren. Wenn wir jetzt bei der 40 sind, können wir jetzt nur 40 cruisen. Ich glaube, geht's hier bergab? Sieht so aus.
Ja, es sieht sehr stark danach aus. Noch dürfen wir 50, gleich dürfen wir dann wieder langsamer werden. Hier zum Beispiel. Ja, ich möchte hier definitiv nicht runterfallen mit dem Zug. Ich glaube, ich warte lieber drauf, dass wir hier schneller dürfen, bevor ich hier zu viel Geschwindigkeit übernehme. Ah, Glück gehabt. Noch kurz 50 und dann wieder langsamer werdend. Da vorne ist die 30. Und ich weiß, dieses Stückchen hier sollten wir definitiv nicht zu schnell fahren. Das hat uns irgendwann mal, oder hätte uns irgendwann mal, hätten wir keinen Autosave, über 1 Million Dollar gekostet. Also mehr Geld, als wir insgesamt jemals besessen haben. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. So, wir müssten nach C6. Wo ist denn C6? Die sind in FF. C ist geradeaus durch. Wunderbar. C6 ist quasi das rechte Gleis von der Mitte. Das passt. Dich müssen wir stellen. Hier können wir gerne aber ein ganzes Stück langsamer fahren. Das rechte Gleis von der Mitte ist das da und dann das. Nein, das da. Jetzt können wir ganz locker und easy da reinrollen. Das ist doch ein super easy Job hier. Zugbremse an, Motor aus. Und dann fällt mir natürlich ein, ich müsste die Lok nochmal nachtanken und so Quatsch. Das machen wir dann gleich noch. Zugteil 1. Zugteil 2 separieren wir auch noch, weil wir nett und freundlich sind. Abgesehen davon liegt es auf dem Weg. Das ist wahrscheinlich eher der Grund. Dich. Einmal dich. So. 47 Minuten. Nichts kaputt gemacht. Auch alles super.